Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem neuen Beitrag und zu einer neuen Beitragsserie zum Thema Hausbau. Und zwar, ihr habt es ja schon gelesen, wir bauen neu. Was bauen wir neu? Wir bauen ein komplettes Smart Home neu. Wo bauen wir neu? Im Münchner Süden, ne? Da wo wir zu Hause sind. Und wir nehmen euch mit in all die ganzen Bauphasen. Und was ihr jetzt hier seht, das ist natürlich nicht der Rohbau, das ist ein anderes Gebäude. Wir schauen uns jetzt einfach mal ein Grundstück an, was wir uns jetzt schon, ja, also die Phase 1 des Grundstückskaufes, die haben wir jetzt schon hinter uns. Wir sagen jetzt euch nicht ganz genau, wo es ist. Für diejenigen, die total neugierig sind, wir sind am Starnberger See. Ich sage jetzt nicht genau den Ort. Und wir werden jetzt euch Schritt für Schritt mitnehmen. Und ich bin schon ganz gespannt, wie ihr das aufnehmen werdet. Und ich freue mich auch, euch sowas bieten zu können, weil wir konnten es ja bisher immer, konnten wir es ja gar nicht machen. Ich sag mal so, wir hatten manchmal Berührungsängste, auch wegen euch. Also das waren ja Leute, die jetzt von euch mit uns gebaut haben. Und da konnten wir jetzt nicht alles so zeigen. Und bei unserem eigenen Bau, den wir jetzt euch präsentieren, da nehmen wir euch Schritt für Schritt mit. Was ihr hier seht, das ist erstmal gar nichts. Das ist allein nur das Grundstück. Also das ist schon ein weitläufiges Grundstück. Und Phase 1, Grundstückskauf, ist erledigt. Jetzt kommt die Phase 2, die ganze Planung. Selbstverständlich wird das ein echtes Smart Home. Da müsstet ihr uns ja kennen. Und vielleicht so ein bisschen, wer mich aus der Historie her kennt, ich habe ja damals 2007, 2008 eines der ersten echten Smart Homes im Münchner Landkreis gebaut. Was wir jetzt bauen, ist Stand 2020, 2021. Und da möchten wir all diejenigen mitnehmen, die jetzt selber am Überlegen sind, ob sie bauen und auch schon werdende Bauherren sind. Und da könnt ihr mal sehen, wie wir das machen. Wir sind auch gespannt. Und das ist so quasi so der Startschuss für das gesamte Bauvorhaben. Ihr werdet euch fragen, warum wir manchmal so ein paar Sachen nicht gezeigt haben. Wir haben immer so Sachen rausgenommen. Wir haben Türkommunikation gezeigt, wir haben die Heizung gezeigt, wir haben die Lüftungsanlage gezeigt und dann haben wir die Steuerung gezeigt. Also was es da alles für Möglichkeiten gibt für Home, Server, ne? Und KNX, diese ganzen Geschichten. Das werdet ihr hier bei dieser Geschichte, werdet ihr das auch sehen und ihr werdet Schritt für Schritt mit dabei sein. Ich weiß es noch nicht, ob wir, wären es 50 Beiträge, wären es 100 Beiträge. Und was ganz besonders ist, das kann ich euch zeigen, das haben wir ja euch auch schon gezeigt, ne? Wir haben hier eine Hangerschließung. Also wir müssen hier gucken, also das Ganze ist hier hinten, wir müssen hier ganz stark in den Hang reingehen, weil am Starnberger See hat man es ja drumherum so, naja, ich würde mal sagen, hier sind ja die Alpenausläufer schon, wer die Region kennt, Münchner Süden, da ist es hier recht bergig, ne? Zumindest wir sind jetzt hier auf der, nee, ich sag nicht, ob wir auf der Ost- oder Westseite sind. Wir müssen hier den Hang bewegen, ne? Und das ist natürlich sehr aufwendig und auch spannend, finde ich. Ihr müsst mal schauen, wir haben schon mal einen Beitrag gemacht, Hanggrundstück, Hangerschließung. Da haben wir dann so Spritzwandbeton gehabt und so die, das ist also so eine ganz spannende Rohbauphase. Und das werden wir hier auch wieder haben. Also da könnt ihr super gespannt sein. Und noch eine ganz wichtige Message an euch. Wir schauen hier ganz stark aufs Budget. Also, wenn ihr jetzt gehört habt, Münchner Süden, ne, teure Grundstücke, die Town, der Frank baut jetzt teuer, überhaupt gar nicht. Wir schauen, dass wir für euch hier so eine Art Mustercharakter hinkriegen. Dass das ein Muster-Smart Home ist mit einer Ausstattung, die sich viele von euch vorstellen können, sage ich mal so. Und ja, also die Baukosten, da schauen wir, dass die wirklich ganz im Rahmen bleiben, dass es trotzdem was Schickes wird. Ne? Und natürlich das Thema Smart Home, Vernetzung, Damm, da kann man davon ausgehen, dass wir da schon in die Vollen gehen. So, und was mich noch interessieren würde, wollt ihr jetzt die Kosten sehen, die wir jetzt bei diesem Bauvorhaben haben, ein typisches Bauvorhaben, ne? Ist, von der ganzen Ausstattung her und ich denke mir auch ein Musterbauvorhaben, wo man dann sehen kann, was kosten die einzelnen Gewerke. Und dann wird man auch entscheiden können, klar, Planung, Programmierung, Komponenten, was die ganzen einzelnen Unternehmen in ihren Bereichen dann
wo landet man dann? Das könnt ihr alles mitverfolgen. Wie gesagt, ich bin noch am Überlegen. Ich bin gespannt, was ihr in euren Kommentaren dazu schreibt. Ja, und das war der Teil 1 von einer langen Serie. Ne? Da werdet ihr jetzt mit dabei sein, neben den anderen Videobeiträgen, die wir sowieso haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf den Daumen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.